Und damit hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pokémon Karmesin. Und ja, wir haben letztes Mal haben wir ja oder wurden von dem Typen hier drin besiegt. Und jetzt wollen wir uns noch ein bisschen besser vorbereiten. Und da ist mir zwei Dinge sind mir eingefallen. Erstens, wir können unsere Pokémon trainieren und ich habe auch ein bisschen Items verschoben. Ich habe zum Beispiel unserem Kampf-Pokémon wie heißt es? Ah, ich vergesse den Namen immer, aber ich habe auf jeden Fall unsere Elektromaus im ersten Moment mal den Pudersand gegeben, damit Bodenattacken effektiver sind. Und beim Nachforschen ist mir aufgefallen, dass wir hier irgendwo eine Person treffen müssten, die uns... das haben wir erst kürzlich erfahren. Die uns die Rüstung geben kann, die uns bei der Entwicklung von unserem Feuer-Pokémon gibt. Ich weiß nicht, ob es die Rüstung ist bei Karmesin. Aber hier irgendwo muss der sein. Irgendwo gefällt mir was. Also, soll den Mann sein. In unserer Version ist es, glaube ich, ein Mann. In der anderen Version ist es eine Frau. Hier sollen wir tauschen. Hey, ich bin Kuriositätensammlerin und liebe Fatalität über alles. Was hältst du dubiosen Vergangenheit im Tausch gegen 10 Fatalitätssplitter? Ist so viel? Nicht, was Fatalität ist? Ich glaube, das ist genau die Händlerin, die wir suchen. Ich gerade wie. Was ist Fatalität? Hier ist. Bitte. Hab ich nicht? Die Wahl. Ah, haben wir gar nicht. Codex. Gegen andere Trainer kämpfst du, wenn der Pokémon mit deinem Pokédex als Bekämpfte. Das wollte ich nicht. Oh, manchmal ist es echt schwierig. So, jetzt hier. Ich möchte es alphabetisch haben, weil dann kann ich vielleicht sogar das Pokémon finden. Inko. A. Ha, das haben wir wahrscheinlich noch gar nicht besiegt, oder? Was heißt es nochmal? Direkt hingehen und untersuchen. Fatalität. Nachgucken. Fatalität. Pokémon. Ach, das ist das TZ-Pokémon. Und wo findet man das? Wäre eine sehr interessante Sache zu wissen, wo man es findet. Und zwar südliche Zone 6 und östliche Zone 3. Da waren wir schon. Ah, östliche Zone 3 ist da, wo unser oder Stahlmonster ist. Hm, interessant. Da ist es. Wo genau finden wir es? Also ich muss euch offen sagen, PokéWiki ist hier eine extrem gute Hilfe. Ich denke mal, wir werden dieses Pokémon irgendwie nur bei... Nee, wir finden das den ganzen Tag über. Und zwar in dem Bereich. Okay, jetzt müssen wir mal gucken. Karte. Ha, das ist sogar der Bereich hier. Hier außen rum soll's sein. Okay.
Das bedeutet, wenn wir jetzt hier umfahren, sollten wir es treffen, weil angeblich erscheint es bei jedem Wetter. Ungefähr hier. Also gerade hier so. Hier, da ist östliche Zone 3, das bedeutet, das ist genau der Bereich. Victas, der Victris. Kein einziges Gewicht. Davon brauchen wir 10 Splitter, damit wir damit durchkommen. Das wird ja was. Ich hab echt. Wir sehen bisher kein einziges. Ah, dafür sehen nur neue Pokémon. Alte Pokémon, wenn man so will. So. Entweder verstehe ich die Karte nicht. Das ist der Motor. Irgendwie ist nicht so, wie ich dachte. Was ist das? Pokémon? Das ist es nicht. Das ist diese komische Tasse. Dieser Tassenguy aus. Ich glaube sogar, der kommt aus der letzten Edition. Also aus der Edition vor dieser Edition. Und natürlich soll er bei der Stadt zu finden. Vielleicht einer drunter? Nee, aber Pokémon. Ah, das ist die Entwicklung. Nee, aber wir haben hier einen Geist. Wenn ich das richtig sehe. Ist das eine fliegende Tasse? Ja? Nee. Oh! Nein, Anton! Anton! Hör auf! Da! Das ist doch dieses. Ah, das kommt doch auch aus dem letzten. Das ist dieser Drache. Der wo in seiner vollen Entwicklung dann seine Kinder abschießt. Also wenn man so random mir zuhört, dann denkt man sich bestimmt auch, what? Nee, der hatte in der letzten Edition, hatte der so eine Animation, wo der, wo Goldas letzte Entwicklung hat er so Torpedo-Rohre, wenn man so will. Ach, das ist auch ein Geist-Pokémon, das weiß ich gar nicht. Und das hat dann im Prinzip seine die erste Evolution von ihm abgeschossen. War halt schon lustig, aber da wir jetzt hier sehr viele Geist-Pokémon haben, gehe ich mal davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit, dieses Club-Pokémon zu finden, jetzt hier wesentlich besser geworden ist. Keine Ahnung, vielleicht ist das. Bei Nacht ist es zwar immer zu finden, aber bei Nacht häufiger als am Tag. Also angeblich soll es genau hier sein. So vor der Stadt. So ein bisschen. Aber der Vogel ist die Schlange. Mauzi. Band. Irgendwo hier sein. Kann es irgendwie nicht sehen. Vielleicht müssen wir. Ich drücke immer die falschen Knöpfe. So, jetzt leg dich mal mit dem an. Vielleicht müssen wir hier einfach nur so ein bisschen Platz schaffen. Weil, das ist ja auch der Punkt. Wir kriegen so Hefeldinger. Oh. Das ist natürlich jetzt nicht so toll. Das ist seltsam. Also, wir müssen auf jeden Fall die Pokémon trainieren. Deswegen bin ich ja gerade noch unterwegs. Vielleicht werde ich dann noch ein bisschen offline machen, aber wie ihr seht, haben wir jetzt. Wir haben jetzt zumindest
herausgefunden, wie wir unser Feuer-Pokémon entwickeln können. Und ich frage mich, weil hier können wir auch Sachen kaufen, aber können wir hier nur Sachen kaufen, die wir schon haben? Ich würde sagen, wir können hier nur Sachen kaufen, die wir haben. Aber bisher alles, was ihr rechts seht, hat immer eine Zahl dran. Warte, dass wir das hier nicht sortieren können. Ach, wir verkaufen hier was. Gut. Ist dann natürlich nicht so dienlich. Wo sind die, wenn die sind angegeben? Ist da, ihr seht es auf der Karte, hier direkt rechts von mir ist es hier. Hier sollen welche sein. Soll ich sich umgucken? Da sind die Böse, oder? Böse Paar? Laut meinem Radar soll zumindest ein in der Nähe sein. Aber ich sehe kein einziges. Geister sind hier ziemlich viele. Ist nicht? Hm? Oder nicht? Boah. Wenn der Karte angezeigt wird, dann ja ein Variant zeigen. So war mein Gedanke. Und? Hier viele Geist-Pokémon an. Ups. So. Dieses Pokémon, davon müssen wir 10 Stück fangen. Das wird krass. Also beziehungsweise wir müssen ja noch nicht mal 10 Stück davon fangen. Wir müssen ja 10 wahrscheinlich. Ich glaube, bei Fangen kriegen wir auch was. Aber wir müssen Minimum gegen 10 Stück kämpfen, wenn wir nicht irgendwie mehr kriegen. Wobei, theoretisch, wenn ich jetzt einen fange oder besiege, könnte ich den Rest kaufen. Nee, ich kann ja nicht kaufen. Okay, wir brauchen auf jeden Fall nicht den. Das, ein und wir werden wahrscheinlich keine 10 brauchen, wenn wir 2 Stück kriegen, so wie es da angeht. So wie wir es gerade erhalten haben. So. Das wird schon schwierig, wenn ihr bedenkt. Wir dann nach diesen fliegenden Tassen Ausschau halten. Als hier direkt vor der Stadt. Ach man, ich wollte, dass er selber kämpft. Dass der Random Kampf ist. Die Runde, die finde ich schon stark. Das warum ich das. Ja, den kann ich halt nicht, die Hunde kann ich nicht mitnehmen, weil die Gegner sind halt voll Gift. Ein bisschen schwierig. Die Gegner beherrschen natürlich entweder Bodenattacken oder Feuerattacken, auch gegen Stahl-Pokémon effektiv zu sein. Sehr skurril. Aber gut. So, da besitzt Gipfel und schauen uns um. Eine Tasse in der Welt? Eine Tassen. Haben nicht mal alle Tassen im Schrank.
Elektroball oder ein Volt? Ah, Voltoball. Ja, das ist jetzt leider so ein bisschen hoffig. Schau mal, dass wir so viel wie möglich hier jetzt. Gerade nicht, das hören wir dann hochgedreht. Der Instant ins Team gekommen. Der hätte selbst Gardevoir hätte keine Chance. Ich weiß nicht. Diese Dinger zu finden ist halt schon schwierig, wenn ich so bedenke. Das ist eine fliegende Tasse ungefähr auf Kopf. Okay, der ist halt einfach im Baum stecken geblieben. Ja. Halt Mini-Tassen, das ist halt wuff. Der Katapult wird nicht viel bringen, weil das Ding ist ja. Das Ding ist mega klein. Das wird also nicht viel liegen. Das ist einfach nur. Ja gut, jetzt wird seine Rüstung gut gehen. Ich meine, ich werde jetzt hier so ein bisschen natürlich eine Trainingssession machen. Weil wir das Training brauchen. Ich werde dann vielleicht auch als nächstes erstmal. Vielleicht noch in der Folge werde ich jetzt erstmal vielleicht so einen Fight machen. Dann werde ich offline diese Fatalities, vielleicht auch die Entwicklung, kriegen. Oh, Steinhafte, das ist. Eigentlich hier noch, also gerade fällt mir so ein, gibt eigentlich hier noch Kämpfe. Das ist mit XY noch so super bekannt geworden, also super beliebt geworden. Also ja, ich weiß. Ach nee, jetzt brauchen wir noch 7. Das ist mit XY dieser Fünferkampf doch so. Jetzt machen wir das mal. Okay, sehe die Saal ist erschöpft. So, mal sehen, wie sich das schlägt. Boah, diese Random-Kämpfe. Haben wir gar nicht. Voll übel. Aber wenigstens kann. Im Stadtgebiet hatten wir es da wesentlich einfacher. Goldlicher. Ich meine, hier, jetzt haben wir. Jetzt seht ihr die. So, macht da das Hariyama fertig. Und das dürfte gleich den Levelaufstieg haben. Mal sehen, ob es dadurch auch. Ob zum einen, ob wir genügend Schritte haben. Na, scheinbar haben wir nicht genügend. Sonst. Ich weiß ja gar nicht, ob wir hier eine Entwicklung überhaupt bekommen, wenn das so käme. Gerade mit dieser Sonderbedingungsentwicklung. So. Okay, auf jeden Fall, das mit der Tasse ist ein bisschen schwieriger, als ich dachte. Pokémon scheint sehr selten zu sein. Relativ selten, würde ich mal. Okay, jetzt schauen wir mal noch, ob wir irgendwo ein Kristall finden. Da leuchtet einer. Da hinten war einer. Dann gehen wir mal auf den hier vorne zu und ich. Ja, gerade zumindest, wir sollten noch einmal ins Pokémon Center uns heilen gehen, bevor wir. Ja. Ich glaube, letztes Mal haben wir so ein bisschen. Dieser Kampf bei dem Team Star hat mir zumindest gezeigt, dass es. Ja, das. Hast du das Gefühl, diese Pokémon vom Team Star jetzt als Beispiel? Die sind nicht
war. Also man merkt ja, ich mache vielleicht auch zu wenig Kämpfe. Einfach, weil. Ich weiß nicht. Dieses nicht mehr gezwungen sein zu kämpfen macht das Ganze halt schon sehr. Ihr wisst, wie ich es meine. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, boah, ich weiche den Kämpfen jetzt super stark aus. Aber ich gehe halt auch auf keine Kämpfe ein und das macht das ganze Leveln halt so ein bisschen so, ja, bin halt hinterher. Das ist ein Geist und ich habe keine Ahnung, was das für ein Pokémon ist. Du komischer Vogel. Es ist auf jeden Fall geil. Aber da haben wir ja eigentlich eine super Idee, was wir machen können. Wir haben ja einen Fehlgeist. Nicht Fehlgeist, wir haben noch unser Gardevoir. Gleich mal kämpfen. Ich weiß nicht, ob ein 3-Sterne-Raid genug ist. Aber das sollte eigentlich reichen. Das werden wir noch durchziehen und wie gesagt, ich sehe gerade, die Zeit ist halt auch schon fortgeschritten. Und ich werde dann schauen, dass ich diese Teeviecher abhole. Und ja. Ich finde auch cool, wie. Oh doch, wir haben zwei. Wir haben ein vollentwickeltes, also meins, und dann noch das andere vollentwickelte. Also den finden wir mit Hypnose. Oh ja, funktioniert. Aber es kann halt trotzdem agieren. Es ist da. Und es ist nicht mal so, dass es wenig Schaden macht. Ah, jetzt schläft. Ah, okay, ich verstehe. Seine Aktion. Eine Aktion kriegt trotzdem so. Dann machen wir Zauberschein. Ich glaube, Zauberschein ist ja auch so. Ja, jetzt muss ich halt warten. Go Team, go Team, go Team. Das ist halt wirklich blöd. Ah, wir sind. Okay, es ist paralysiert. Ich bin sofort vergiftet. Haben wir nicht sofort vergiftet? Also da, jetzt kommen die Attacken rein. Donnerschock, Geist. Okay. Oh, okay, das ist ja hart. Dauert doppelt so lang bis zur KP-Regeneration. Ich glaube, ihr habt das wahrscheinlich noch nicht gesehen, weil ihr nicht solche Noobs seid wie ich. Das. Aber das scheint mir eigentlich nicht gut. Gewehrenkraft, okay. Ah ja, das sieht gut aus. Na gut, verziehen. Vergiftet ist nicht so schlimm. Der Tiere hält einfach am meisten aus. Okay. Jetzt, das dürft sogar. Ja. Das hat sogar geschafft. Gummispross, das klingt irgendwie wie so Elektropflanze oder sowas. Ah, ja, das habe ich jetzt kürzlich gesehen. Das ist. Wieso habe ich das gesehen? Ich glaube, ich habe nach einem Pokémon geguckt im PokeWiki und habe das dann gesehen, weil ich dachte, das sieht ja komisch aus, das muss ja eigentlich dann eine Entwicklung haben, aber die Entwicklung ist glaube ich nur, dass die Blätter länger werden. Also das hat dann der Kragen an Blättern, den es hat. Der geht dann bis hinten raus und ja genau hier, diese blauen Blätter, die gehen dann bis nach hinten und bedecken den Samen oder den Stamm oder wie auch immer man es nennen will.
Lumisprosskristalle, Verbeeren, oh, M. Ja, ich glaube, ich bin auch vom Level vielleicht ein bisschen niedrig gewesen. Ich glaube, wie war es? 5 Sterne ist 60er. Deswegen müsste 35er sein. Ich bin echt vom Level her hinterher. Oh, Gesteingift ist es. Giftige Kristalle sehen echt Blütenblätter zum Verwechseln ähnlich. Schützt dich, indem es pollenartigen Gift verspreitet. Das ist auf jeden Fall ein neues Pokémon. Hätten wir doch auch hier treffen müssen, oder? Falls ihr euch wundert, warum wirkt mein Pokédex so komisch? Ich hab den alphabetisch sortiert, damit ich Balani T besser sehen kann. Oh, ich finde ja Feuersteine, also. Ja, ich weiß nicht, ich schweife jetzt gerade ab, aber normal, dass man Feuersteine so häufig findet? Also, mein Eisbrocken, okay, das ist ja, das geht noch. Ich habe jetzt 3 Feuersteine in dieser Session gefunden. Das ist, sind das viel dafür, dass man früher mehr oder weniger gesagt hat, oh, ich habe einen. Okay, was setze ich das ein und hat dann rum und rum überlegt, ob ich nicht das Flamara haben oder ich habe endlich den Händler gefunden, endlich keine Sorge mehr. Und hier, ja, die liegen da rum. Halt so. Naja, also wie gesagt, wir werden uns dann beim nächsten Mal sehen, wie ich mit einem trainierten Team, wo ich sage, mindestens Level 33 ist geschafft. Und die Tatsache, dass vielleicht unser Rüstungs-Pokémon entwickelt ist, vielleicht starten wir damit dann die Session. Und ja, mal sehen, was dann so kommt. Ich hoffe, ihr bleibt dabei und wir sehen uns dann auch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen!